Trickfilmer und Videokünstlerinnen, liebe Freundinnen und Freunde von Animation und Gaming, meine Leute haben mir gesagt, Herr Ministerpräsident Winfried, beim Trickfilmfestival können wir nicht mit einer trockenen Videobotschaft landen. Kein Problem, habe ich gesagt, holt die Kamera aus dem Schrank, werft das Schnittprogramm an und lasst uns träumen. Von einem Schlossplatz voller Picknickdecken, mit tausenden Menschen, die gebannt auf die Leinwand schauen, von fantastischen Filmen in vollen Kinos, von einem Besuch im Theater, Museum, Ballett, einfach so, ohne Online-Ticket, Zeitslot auswählen und vor allem live und in Farbe. Liebe Besucherinnen und Besucher des Trickfilmfestivals, das ist keine virtuelle Realität. Es ist das Morgen, das wir heute zu uns holen. Oder, wie die Leute von der FMX sagen, reimagine tomorrow. Gerade jetzt in der Pandemie spüren wir, Kunst schaffen, Kunst erleben, das hat ganz viel mit Atmosphäre, mit anderen Menschen, dem Drumherum zu tun. Ja, das Digitale hilft uns in der Pandemie. Wer wüsste besser um das Potenzial digitaler Technik als Sie? Aber die Pandemie zeigt uns auch, was nicht mal eben digitalisiert werden kann. Und warum wir uns so sehr danach sehnen, dass Corona vorbei ist. Auch wenn gerade das, was Sie machen, Ihre Trickfilme, Animationen, Videospiele, ganz vielen Menschen dabei hilft, diese Zeit zu überstehen. Mal abzuschalten. Für Baden-Württemberg ist die Kreativwirtschaft ein Zukunftsfeld. Im Sinne künstlerischer Avantgarde, aber vor allem auch als Standort und Wirtschaftsfaktor. Trickfilmer betreiben Produktionsfirmen, Theater sind Betriebe, Kultur lockt Touristen. Auch deshalb haben wir milliardenschwere Pandemiehilfen an die Branche ausgezahlt. Ich freue mich auf den Frühling nach der Pandemie, wenn das Trickfilmfestival wieder in echt stattfinden kann. Und Sie aus aller Welt nach Stuttgart kommen, die besten Gäste der Welt sind, und unsere Landeshauptstadt doch bunter, kreativer, internationaler machen. Frei nach dem Motto Creating Diversity. Ich wünsche Ihnen allen ein wunderbares Festival. Auf ein baldiges Wiedersehen in Stuttgart. Ach so, und diese alberne Brille lasse ich dann zu Hause, versprochen.